Namaste und ein ganz herzliches Willkommen zum allerersten Vortrag einer mehrteiligen Vortragsserie, in der es rund um das Reisen nach Indien gehen soll. Dieser allererste Vortrag geht um mich. Ich möchte mich als Person vorstellen, die hinter dem Reiseunternehmen Chalo Reisen steht, weil ich denke, es kann für dich vielleicht auch ganz interessant sein zu wissen, wer deine Indienreise plant und letztendlich auch durchführt. Aber es soll auch tatsächlich darum gehen, dir einen kleinen Einblick darin zu geben, wie ein Leben in Indien so sein kann. Anschließend soll es dann ins Eingemachte gehen und ich möchte ganz spezielle Vorträge halten, in denen es geht um Reiseziele und Regionen in Indien, dass du dann eben auch ganz konkret schon anfangen kannst, deine eigene Indienreise nach deinen eigenen Interessen her zu planen. Das ist dann auch schon der Vortrag Nummer 2, in der es eben um die Reiseplanung und Vorbereitung gehen soll. Da werde ich dir wichtige Dinge nennen, auf denen du zu achten hast, sowohl bei der Reiseplanung als eben auch bei der Vorbereitung. Und dann wird es auch schon um ganz spezielle Themen gehen, also im Prinzip um Reiseformen, Reisearten, die ich über Chalo Reisen anbiete. Das sind dann zum einen die Trekkingtouren und Expeditionen hoch oben im Norden Indiens. Es sind dann auch Ayurveda- und Yoga-Reisen, die ich in Indien anbiete. Fahrradreisen in Indien. Fahrradreisen gehören zu einer der liebsten Reiseformen für mich, wie man wirklich ein Land und seine Menschen gut kennenlernen kann. Und dann aber natürlich auch um meine Multiaktiv- und Kulturreisen, die ich mittlerweile sehr spezialisiert habe, sodass man wirklich aktiv Indien als Land bereisen kann und dabei aber auch vor allem die Kultur kennenlernt, eine richtige Erlebnisreise erfährt. Heute aber eben einmal über mich. Ja, wer bin ich? Das ist ja immer eine sehr interessante Frage, die man sich ab und zu auch einmal selber stellen kann. Und ja, mein Name ist Sarah Appelt, ich bin 32 Jahre. Ich bin Reiseunternehmerin. In 2014 habe ich das Reiseunternehmen Chalo Reisen gegründet, um damit aktive Erlebnisreisen in Indien anzubieten. Zudem bin ich auch Yogalehrerin. Seitdem ich in 2009 nach Indien gekommen bin, habe ich ganz aktiv damit begonnen, wirklich Yogastunden zu nehmen bei verschiedenen Yogalehrern, habe dann auch sehr intensive Ausbildungen machen dürfen, ganz verschiedene Yogalehrerausbildungen, darauf werde ich dann später auch nochmal eingehen. Und ja, als Yogalehrerin liegt es mir natürlich besonders am Herzen, Yoga und dann aber auch natürlich Ayurveda in meinen Reisen entweder mit einfließen zu lassen oder sehr spezielle Yoga-Reisen in Indien im Mutterland des Yogas anbieten zu können. Ich bin auch Outdoor-Sportlerin. Ich habe eine sehr große Leidenschaft für jeglichen Sport, der in der Natur stattfindet und bin letztendlich so auch in Indien geblieben, das mag man sich gar nicht vorstellen. Darauf werde ich auch später nochmal eingehen. Ihr dürft also gespannt bleiben. Und natürlich hat meine Affinität zum Outdoor-Sport auch etwas damit zu tun, wie meine Reisen ausgerichtet sind. Ich biete also sehr viele Trekkingreisen, sogar Bergexpeditionen an, Mountainbiking-Reisen, Fahrradreisen. Sanfter, mal etwas sportlicher ausgeprägt, so wie man es sich dann auch selber wünscht. Im letzten Jahr hatte ich die Möglichkeit, eine mehrmonatige Ausbildung im Ayurveda in Kerala bei einem Ayurveda-Arzt zu absolvieren und biete nun so auch zunehmend mehr Ayurveda-Retreats, Ayurveda-Kuren an, aber auch Ayurveda-Ausbildungen für Yogalehrer.
Ja, ich bin ja schon kurz auf den Outdoor-Sport eingegangen. Speziell kann ich da wirklich nochmal auf das Mountainbiken eingehen. Ich hatte mich längere Zeit gefragt, ob ich mich tatsächlich auch als Mountainbikerin bezeichnen kann, weil ich doch so meine Mühen habe, nachdem ich hochgefahren bin auf die Berge, auch wieder technisch gut runterzukommen. Aber ich liebe es einfach, diesen Sport in der Natur zu betreiben. Ich nehme an sehr, sehr vielen Rennen auch in Indien teil, einfach weil das auch für mich eine Möglichkeit ist, Teile Indiens gut organisiert zu entdecken und zu erleben, sportlich aktiv mitten in der Natur. Und auch darauf werde ich später nochmal in meinem Vortrag eingehen. Ja, besonders seit der Pandemie um Corona habe ich mich noch einmal mehr dazu entschlossen, tatsächlich auch mich für die Menschen in Indien einzusetzen. Mein Weg nach Indien hat durch ehrenamtliche Tätigkeit begonnen und auch jetzt arbeite ich mit mehreren Organisationen zusammen und auch darauf gehe ich dann später noch einmal ein. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich lebe tatsächlich oder ich bin 2009 nach Indien gekommen und lebe auch fast ausschließlich seit 2009 in Indien. Immer wieder zieht es mich natürlich auch zurück nach Deutschland zu meiner Familie für ein paar Wochen, für ein paar Monate. Ich war jetzt 2 Jahre lang in Indien und bin vor kurzem für einen Besuch nach Deutschland zurückgekehrt. So, ja, wie alles begann damals 2009, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, habe ich mich tatsächlich entschlossen, ja, mich für ein Freiwilligenjahr anzumelden. Dass es dann tatsächlich auch Indien sein würde, hat eher das Schicksal entschieden als ich selbst. Man hätte vielleicht ja das schon fast vermuten können, weil Indien ist einfach ein ideales Land als Freiwillige entsendet zu werden. Zum einen, weil in Indien als Amtssprache auch Englisch gilt. Das heißt, man kann sich durchaus mit Englisch halbwegs durchschlagen, was ja in vielen anderen Ländern auf der Welt vielleicht nicht so der Fall ist. Auch weil ich eben nicht Spanisch spreche, sonst wäre wahrscheinlich auch Südamerika ein Ziel hätte gewesen sein können. Zum anderen ist Indien verhältnismäßig auch relativ sicher. Vielleicht nicht unbedingt, was so die Frauen- und Vergewaltigungsgeschichten angeht. Da waren wir uns dessen auch in 2009 noch gar nicht so richtig bewusst, obwohl schon eine ältere Dame, bei der wir gelebt haben, wirklich sehr auf uns aufgepasst hat, dass wir nicht zu spät nachts nach Hause kommen, dass wir ihr immer sagen, wo wir hingehen, dass sie die Nummern der Taxifahrer aufschreibt. Uns war das, wie gesagt, wir waren 19 Jahre alt. Ich sage immer wir, weil ihr seht, das bin hier ich auf dem Foto, das andere ist meine Mitfreiwillige gewesen. Wir haben zusammen ein Jahr gelebt, gearbeitet und sind auch viel gereist. Das ist Joanna. Und ja, wir haben das gar nicht so ernst genommen und sind trotzdem manchmal noch nachts irgendwo hingefahren und kamen auch in die ein oder andere Situation, die vielleicht etwas unangenehmer gewesen ist. Es ist nie etwas Ernstes passiert. Erst in den Jahren danach ist tatsächlich die Sensibilität noch einmal gestiegen. Und nicht nur bei uns als Menschen, oder als Frauen, die nach Indien reisen, sondern tatsächlich auch in Indien selbst, in der indischen Gemeinschaft, dass auch viele männliche Inder, viele weibliche Inder gut jetzt auf das Thema sensibilisiert sind und auch viel gemacht wird. Und ich habe das Gefühl, dass es auch etwas sicherer geworden ist, weil sich Indien auch extrem entwickelt, sowohl in den Ansichten, es wird immer moderner, als es wird auch viel Aufklärung gesorgt. Aber natürlich trotzdem noch ein Land, wo man diesbezüglich durchaus Maßnahmen ergreifen kann. Das heißt, dass man da nicht unbedingt als Frau alleine irgendwo nachts ankommt, nicht irgendwo bei einem Taxifahrer einsteigt, sondern dass man die Reisewege doch noch etwas anders plant. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Sicher, um darauf nochmal zurückzukommen,
Da geht es wirklich darum, dass der Inder an sich nicht so aggressiv ist. Es gibt nicht diese Waffengewalt, diese Überfälle, davon hört man relativ wenig. Also passiert einem eigentlich nicht, dass man mitten auf der Straße ausgeraubt wird oder vielleicht erschossen wird. Also die Ausnahme bestätigt vielleicht die Regel, aber ja, wir haben uns immer relativ sicher gefühlt. In diesem einen Jahr, das war von September 2009 bis September 2010, habe ich in Delhi gewohnt und bei der älteren Dame, die ich ja schon erwähnt hatte. Und wir sind täglich 5 Kilometer hinausgefahren in eine Slum-Gegend, die sich am südlichen Rand Delhis angeschlossen hat. Die nennt sich Tughlakabad. Und dort haben wir mit der Organisation Abbas gearbeitet und sind täglich in dieses Zentrum gegangen durch das Slum, das ihr hier auch sehen könnt. Und in diesem Zentrum ging es darum, Kinder, die nicht mehr zur Schule gegangen sind, wieder in das Schulsystem einzugliedern. Wir haben diese Kinder unterrichtet, mit der natürlich eher die Lehrer dabei unterstützt. Und wir haben uns auch um die kleineren Geschwister gekümmert von Mädchen, die eben ganz besonders durch die Organisation Abbas auf ihrem Bildungsweg unterstützt wurde. Das heißt, die Mädels, damit die zur Schule gehen konnten, haben wir auf die kleineren Geschwister aufgepasst. Und da ging es wirklich in erster Linie darum, diesen Kindern so viel Zuneigung, Aufmerksamkeit zu geben, wie es uns nur möglich gewesen ist, weil man einfach schon gemerkt hat, dass die Kinder in so einer Situation leben, mit ihren Familien zusammen, wo es wirklich um das nackte Überleben oft geht. Und dann treten solche Dinge wie Liebe, Spielen, Zuneigung, einfach Freude oft auch in den Hintergrund. Und ja, wir haben, ihr seht im Hintergrund, wir haben auch dieses Center streichen lassen und haben uns viele Spiele ausgedacht, haben auch den einen oder anderen Ausflug, Expedition für die Kinder, ja, organisiert. Und das war eine ganz, ganz tolle und faszinierende Zeit. Und ja, zum einen natürlich das Erlebnis mit diesen Menschen vor Ort, auch wirklich, wir sind ja tagtäglich in dieses Center, in dieses, auf dem Weg zum Center durch das Elendsviertel auch gelaufen. Die Menschen haben uns zu sich nach Hause eingeladen. Und auch wenn sie wirklich rundherum lagen Müllkippen und sie haben wirklich in einfachsten Verhältnissen gelebt, ohne fließend Wasser, ohne Elektrizität, einfach nur in kleinen Zelten oder Hütchen oder in so einzelnen Räumen mit einer großköpfigen Familie. Dennoch, wenn man drinne war, wurde man so herzlich empfangen, es war sauber, es war wirklich, es hat sich angefühlt wie ein Zuhause. Und so durften wir eben auch, ja, diese Menschen wertschätzen und auch trotzdem erkennen, dass diese Menschen einfach auch ein lebenswertes Leben führen, so wie sie es eben auf ihrer Ebene führen. Und ja, im Prinzip ging es ja auch in diesem ein Jahr weniger darum, dass wir Entwicklungshilfe leisten, weil wir natürlich frisch aus der Schule dazu gar nicht ausgebildet gewesen sind, sondern vielmehr um diesen kulturellen Austausch gesorgt haben, dass der eben noch weiter eintreten kann, sowohl diesen Menschen eben ein bisschen was von Deutschland mitzugeben und auch andersherum eben unseren deutschen Bezugspersonen regelmäßig Berichte abzustatten, einfach zu erzählen, wie es ist, dass man sich vielleicht auf der Welt ein Stück näher kommt. Während dieser Zeit hatten wir auch Möglichkeit, viel zu reisen. In Indien gibt es eine erstaunliche Anzahl von Feiertagen, einfach weil es so viele Religionen auch gibt. Und zudem hatten wir auch Urlaubstage und haben dann wirklich jedes verlängerte Wochenende genutzt, unsere Ferien genutzt, die langen Sommerferien genutzt, um auch wirklich das Land zu bereisen und zu erkunden. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes richtiges, knallhartes Backpacking. Einfach auch, weil wir auf einem Niveau gelebt haben, dass diese Reiseform
auch so logisch gemacht hat. Also, dass wir wirklich nicht so luxuriös gereist sind, sondern so einfach, wie es ging. Es war schon fast eine Herausforderung für uns, wirklich, ja, die günstigsten Möglichkeiten zu finden, Indien zu bereisen. Das heißt, wir sind mit den einfachsten Bussen gefahren, haben in Schlafsälen geschlafen, waren in den billigsten Zugklassen unterwegs. Und das ist eine Form des Reisens, die ich damals sehr gemocht habe. Und Stück für Stück in den Jahren hat sich dieses Reisen natürlich auch aufgrund meiner Arbeit als Reiseveranstalterin doch etwas geändert. Also mir ist es dennoch wichtig, dass auch jetzt die Reisen, die ich mache und die ich durchführe, immer noch nah an Mensch und Leuten sind und durchaus auch einmal eine landestypische Unterkunft, ein Homestay bei den Menschen zu Hause beinhaltet, aber doch auf einem Niveau, wo man sich sicher fühlt, es sauber und hygienisch ist und sich wohlfühlt. Und dann in regelmäßigen Abständen man dann auch mal ein richtig gutes Hotel hat, wo man sich dann eine heiße Dusche, ein sauberes, weiches Bett genehmigen kann. Und das gibt es in Indien in Hülle und Fülle. Also was sich alleine schon in diesen letzten 12, 13 Jahren getan hat, in denen ich in Indien lebe, ist unvorstellbar. Was viele auch nicht wissen oder was wir wahrscheinlich damals auch gar nicht so wahrgenommen haben, in Indien gibt es eine riesengroße Mittelschicht und wohlhabende Oberschicht, die teilweise ja auch luxuriöser leben als wir. Die haben Angestellte, die haben ihren Fahrer, die haben Menschen, die für sie kochen, und die reisen einfach auch auf einen sehr, sehr guten Level, und genauso ist es uns auch möglich und natürlich für verhältnismäßig weniger Geld als zum Beispiel in Europa. Also wenn ich jetzt von meinen Backpacking-Geschichten erzähle, dass ihr keine Angst bekommen sollt, dass ich euch genauso noch durch Indien nehme, wer das wünscht, das ist natürlich durchaus möglich. Das ist natürlich auch eine finanzielle Rolle, deswegen biete ich auch zum Beispiel Backpacking-Backpacker-Reisen an, wo der Standard des Reisens noch ein bisschen weiter unten ist als die Reisen, die ich sonst anbiete, aber man kann auch wirklich gezielt sagen, wenn man Reisen mit mir machen möchte, dass man ja lieber auf einem höheren Niveau reisen möchte oder ja, eben ganz nach Wahl. Ja, damals sind wir eben sehr, sehr einfach gereist und es war eine wunderbare Zeit. Und ihr seht hier auch auf diesem Foto, das ist die erste Station des 5-tägigen Indraha-Pass-Tracks, bei dem es auf über 4200 Meter geht, von McLeod Ganj im Vorhimalaya bis in das Shambhatal hinein. Und warum ich den so explizit erwähne, das war mein allererster Trek, den ich machen durfte im indischen Himalaya. Und dieser Trek, ich hatte ihn damals, mein Vater und meine Freundin Jana kamen zu Besuch. Ja, dieser Trek hat nochmal mein Leben verändert oder so beeinflusst, dass ich immer wieder zurück in diesen Himalaya wollte und dieses Erlebnis des Trekkings leben wollte. Also diese 5 Tage waren für mich so beeindruckend, weil wir tatsächlich als Team, wir zu dritt, mein Vater, ich und meine Freundin Jana, mit dem indischen Trekking-Team zusammen als Gruppe in den Bergen mitten im Nirgendwo unterwegs gewesen sind, kein Anschluss an die Zivilisation, ganz auf uns allein gestellt, und nichts war wichtig, außer das Laufen, das Wetter, sich zu verpflegen, was zu kochen und dann gut zu schlafen, völlig autark. Und ja, das in dieser eindrucksvollen Welt des Himalayas, gleichzeitig sportlich aktiv zu sein, die Natur wirklich noch in ihrer Fülle zu spüren. Ja, also danach gab es für mich eigentlich keinen Weg mehr zurück. Also ich war schon so beeindruckt von Indien mit seiner Vielfältigkeit, die es einem einfach bietet. Also sei es zum einen der Kontakt mit den Menschen, aber auch von den Landschaftsformen. Ihr seht hier ein Foto von Südindien, von den Backwaters mit Palmen. Dann gibt es Dschungel, wo wilde Tiger leben. Diese Wildheit der Natur, die es noch gibt. Die Wüste in Rajasthan, dann diese
verrückten Städte mit den Menschen. Es gibt einfach so viel zu erleben, aber ganz explizit dieser Himalaya, das war eigentlich der Grund, ja, dass ich Indien eigentlich nicht mehr loslassen konnte. Tatsächlich bin ich nach meinem freiwilligen Jahr doch noch mal ein Jahr nach Deutschland zurückgekehrt. Einfach, ja, also damals stand es für mich noch nicht fest, dass mein Leben überwiegend in Indien geschehen sollte, sondern ich wollte tatsächlich noch was Vernünftiges machen, hatte mich zum Medizinstudium beworben, habe auch schon ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. In dieser Zeit ging es mir tatsächlich nicht gesundheitlich nicht so gut, vor allem mental nicht gut. Also schon in der Schulzeit und dann aber auch nach diesem freiwilligen Jahr hat es mir schon sehr zu schaffen gemacht, diesen ständigen Druck, den ich ja, in dieser westlichen Lebensform zu spüren bekommen habe. Einfach, dass man nach Leistung, Druck nach Schaffen, Druck, etwas Sinnvolles zu machen. Und ja, ich bin dann eigentlich nur noch für einen Monat kurz vor Studiumbeginn mit einem guten Freund nochmal nach Indien gereist. Wir wollten nochmal unsere NGOs besuchen, also die gemeinnützigen Organisationen, mit denen wir beide gearbeitet hatten. Er war auch ein Freiwilliger, den ich in Delhi kennengelernt hatte. Dann bin ich nochmal nach Rishikesh in die Yoga-Hauptstadt, habe dort Yoga gemacht. Und dann sind wir in Manali gelandet. Das hier ist ein Foto von dem Kulu-Tal von Manali. Das ist sozusagen das letzte Tal, bis es dann wirklich über diese Berge hier rüber geht und dann nur noch Hochgebirgswüste kommt bis nach Ladakh hinein Richtung Tibet. Ringsherum sind die Berge auf 5.000, 6.000 Meter. Manali ist auf 2.000 Meter. Und ja, da habe ich mich natürlich dazu entschlossen, nicht nur einen intensiven Yogakurs zu machen, sondern auch eine mehrtägige Trekkingtour über den Hamtapass mit einer ganz kleinen Organisation, die uns den besten Preis gegeben hat. Ich konnte diesen Freund dazu überreden, auch diesen Trek mitzumachen. Und ja, ich habe mich mit dem Guide und mit dem ganzen Team dieser Organisation so gut verstanden, dass ja, ich tatsächlich dann mich nicht entschließen konnte, zurück nach Deutschland zu kehren und habe gesagt, mein Visum ist noch 6 Monate, das nutze ich auch aus und bin tatsächlich dann einfach in Indien geblieben. Habe eine Bergsteigerausbildung gemacht, eine 4-wöchige mitten in den Bergen, wo man 18 Tage lang in einem Basecamp nahe eines Gletschers gelebt hat mit ungefähr 80 anderen Auszubildenden und wir haben wirklich so das Grundwissen eines Bergsteigers mitbekommen, sowohl im Eis, im Fels als auch im Schnee. Ja, wie man eben auch mit den Steigeisen, mit einem Eispickel umgeht und mit Seilen, mit Sicherung. Habe dann mir einen weiteren Traum erfüllt und bin den Winter über in Manali geblieben. Ihr seht ja schon, das ist ja eher ein Foto, wo es durchaus ja schon Richtung Winter geht. Also normalerweise sind diese Berge im Sommer nicht schneebedeckt. Hier im Hintergrund, ja, das ist so der Friendship Peak auf über 5000. Da ist dann schon Gletscher und Schnee, aber das hier ist alles so bis zu 4000 Meter. Das ist sonst im Sommer alles schön grün. Und ich bin dann aber wirklich im Winter in Manali, in diesem kleinen Bergort geblieben. Alles zugeschneit. Ich bin dann immer so für 1, 1,5 Stunden in das Dorf Vashisht gepilgert. Auf der anderen Seite, das ist hier dieses Dorf. Manali ist eher auf der anderen Seite. Und habe da in den heißen Quellen ein Bad genommen, weil die Wasserleitungen zugefroren waren. Und habe in der Zeit mit einem Yogalehrer eine intensive einmonatige Yogalehrerausbildung im Shivananda-Yoga schon gemacht. Ja, und dann ging es immer weiter. Also es war wirklich wie so ein roter Faden. Mit der Agentur habe ich dann tatsächlich zusammengearbeitet. Ich habe das Unternehmen für die mit aufgebaut, habe parallel ein Tourismusstudium, Fernstudium in Delhi gemacht. Und ja, genau. Und irgendwann
Also diese Zeit war Wahnsinn, von 2011 bis 2014, bis ich dann Chalu-Reisen gegründet habe. Der ganze Sommer, den habe ich überwiegend im Zelt verbracht. Also ich bin auch von einer Trekkingtour auf die nächste. Und selbst wenn es immer wieder die gleiche Trekkingtour gewesen ist, also von Manali gibt es einfach eine wahnsinnige Anzahl von Trekkingtouren. Die kürzere, 2, 3, 4, 5 Tage, aber auch eben richtig lange Trekking-Expedition, Bergsteiger-Expedition. Und selbst wenn es irgendwie 2, 3 Mal zum gleichen kürzeren Trek ging, ich bin da wirklich hintereinander weg. Ich habe mit dem Team geholfen. Ich habe teilweise die Gäste mitgeführt und habe einfach so auch die ganzen Trekkingtouren natürlich kennengelernt. Und für diese Agentur war das eben so, wie wir das ja auch gebucht haben. Man kommt dann nach Manali und bucht direkt diese Trekkingtour. Und das sind dann tatsächlich so eher kürzere Trekkingreisen, die dann so spontan auch gebucht werden. Aber hin und wieder hatten wir dann auch das Glück, dass eine längere Trekkingtour gebucht wurde. Und dann eben auch sowas wie 9 Tage über den Pindhparvati Pass, wo es dann bis hinein ins Spiti-Tal geht. Oder bis nach Ladakh in die Hochgebirgswüste rein. Aber auf die Trekkingtouren gehe ich ja auch nochmal in einem anderen Vortrag rein. Ja, und dann in 2014 habe ich mein Unternehmen gegründet. Und ja, in der Anfangszeit ging es tatsächlich, oder war das Augenmerk tatsächlich eher auf Trekking, Reisen, Bergsteiger-Expedition, Mountainbiking, also alles, was man eben vom Standort Manali heraus angeboten hat. Natürlich hat sich das dann auch immer mehr geändert. Hier seht ihr übrigens ein Foto von dem Gipfel des Deotibas auf 6100 Meter. Also sowas habe ich dann halt in dieser Zeit mitgemacht. Und dann hat sich das aber natürlich immer weiter ausgeweitet, weil ihr werdet es von euch selbst kennen. Es fällt einem wahrscheinlich nicht der Himalaya und Indien in Verbindung als erstes ein, sondern meistens, wenn man ja eher an Trekkingreisen denkt, denkt man wahrscheinlich an Nepal, wenn man an den Himalaya denkt. Dass tatsächlich so ein großer Teil des Himalayas in Indien ist, wissen die wenigsten. Und dass dieser Teil des Himalayas auch eigentlich noch so viel interessanter ist, weil er eben touristisch noch gar nicht so erschlossen ist, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber trotzdem, wer nach Indien reist, das sollte natürlich auch diese Vielfalt erleben, die Indien natürlich ausmacht. Und das sind auf kultureller Ebene natürlich das Taj Mahal, das sind die Paläste und Forts in Rajasthan, das sind die religiösen Städte wie Agra, das seht ihr hier, der Goldene Tempel, der Dalai Lama Tempel in Meghlod Ganj, hier das ist der Wasserpalast in Jaipur im Wüstenstaat Rajasthan, aber auch eben diese viel landschaftliche Vielfalt, hier ein kleiner Eindruck von den Teeplantagen in Kerala. Yoga-Hauptstadt Rishikesh, also Indien hat einfach so eine Vielfalt zu bieten, das habe ich dann natürlich auch in meinen Reisen immer mehr aufgenommen und dann wurde meistens so eine Kombination angeboten aus vielleicht ein paar Tagen Trekking, sportlich aktiver Reise im Himalaya und kultureller Reise, beziehungsweise immer mehr auch so, dass die Aktivitäten innerhalb der Reise stattgefunden haben. Dass man eben also auch mal eine Tageswanderung angeboten hat, dass wir mal mit dem Fahrrad die Stadt Jaipur erkundet haben. Und ja, am Ganges, das ist ja hier der Ganges, dass wir da eine Tagesrafting-Tour gemacht haben. Genau. So ging das dann alles los. In der Zeit habe ich auch immer mehr und mich immer weiter für Yoga interessiert, nicht nur meine eigene regelmäßige Yoga-Praxis gemacht, sondern auch immer wieder meinen Weg Richtung Ausbildung finden dürfen. Wer vielleicht selbst sehr verwurzelt im Yoga ist, der kennt das vielleicht, dass man ja immer, nachdem man etwas gelernt hat, dass es dann auch eine Zeit braucht, um es wirklich auch im Körper, im Geist zu spüren und es setzen zu lassen, aber dass dann auch einfach wieder die Lust da ist oder ja, einfach der Drang, da ist, weiterzukommen.
kommen, weiterzulernen und auf diesen ja ewigen Weg des Yogas zu gehen. Und ich habe wirklich eine Vielzahl an Ausbildungen bisher machen dürfen, die nach meiner Manali-Ausbildung, wo ich ja wirklich Guru-Schüler sozusagen, wo wir nur zu zweit gewesen sind, habe ich dann in 2012 meine allererste Yogalehrerausbildung offiziell mit der Yoga Alliance in Goa gemacht, im klassischen Hatha-Yoga, und habe dann auch gleich angefangen, in Manali zu unterrichten und dort so Drop-in-Klassen anzubieten, morgens und abends für die ja, Lauftouristen, die in Manali gewesen sind, dass die dann praktisch einfach gekommen sind zu meinem Yoga-Unterricht. Dann habe ich in Indore, das ist so Zentralindien, in einem Ashram gelebt, dort mich speziell auf Yoga-Therapie und in Yoga-Meditation ausbilden lassen. Hier in Rishikesh seht ihr eine 6-wöchige Yogalehrerausbildung, und die sind wirklich sehr, sehr intensiv, diese Yogalehrerausbildungen. Das heißt, das, was man natürlich hier in Europa in 2 oder 3 Jahren macht, das ist hier komprimiert, und man lebt auch das Leben eines Yogis einfach, indem man früh aufwacht, seine Reinigungen macht, die Kriyas, dann Yoga und Meditation übt, dann an so einer Feuerzeremonie teilnimmt, yogisch isst, viel Mantra chantet, dann eben die Ausbildungen, die Lernhalte hat und abends dann auch nochmal sich trifft für die spirituelle Praxis, den Satsang, mit dem Guru zusammensitzt und von ihm lernt, ihn Fragen stellt, bis Kirten singen, also gemeinsam dieses Singen. Und ja, das war auch nochmal eine ganz spezielle Ausbildung. Ich habe mich weitergebildet, ihr seht es in Klangscheintherapie, in Nada-Yoga, den Yoga des Klangs, habe hier in Goa dann nochmal eine Ausbildung in Yin-Yoga, Ashtanga-Yoga gemacht. Ich habe verschiedene Massage-Ausbildungen gemacht, Thai-Yoga-Massage, Sport-Massage, später dann auch die Ayurveda-Massagen. Und gerade in der letzten Zeit während Corona habe ich viele Online-Angebote in Anspruch genommen und mich in Yoga-Anatomie, Yoga für Kinder, Pränatal, Postnatal Yoga, restauratives Yoga weitergebildet. Ja, also da gibt es einfach so viel immer wieder zu lernen, zu wissen. Und ich biete seitdem auch wirklich Yoga-Reisen an. Ich nehme euch mit in Yoga-Ashrams, Yoga-Retreats. Ich gebe Yoga-Lehrer- und Weiterbildungen, Ausbildungen in Indien auch. Und auch hin und wieder das eine Retreat in Deutschland oder auch die ein oder andere Yoga-Reise. Letztes Jahr, wie schon erwähnt, eine 3-monatige Ausbildung als Yoga-Therapeutin und Yoga-Konsultantin. Das fließt dann auch eben auch ganz stark in meinen Yoga ein, oder in ja, meinen Weg der Gesundheit, eben auch Ayurveda mit einzubeziehen. Momentan mache ich gerade eine Ausbildung noch mal intensiver in Yoga-Therapie, also auch mit Yoga zu heilen. Ja, und das ist einfach auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Irgendwann hoffe ich auch, dass der Traum meines eigenen Yoga- und Ayurveda-Zentrums im Himalaya dann auch erfüllt wird. Wie versprochen, wollte ich auch noch mal auf das Thema Mountainbiken eingehen. Es ist einfach so, dass ich schon immer sehr, sehr sportlich gewesen bin, viel gelaufen bin, viel geschwommen bin, als ich dann in Manali gelebt habe. Tja, ich bin zwar viel getrackt und viel gewandert, aber irgendwie die Berge auch hoch zu laufen, das fange ich jetzt tatsächlich so ein bisschen an, so in Richtung Trailrunning, aber das kam für mich irgendwie nicht so in Frage. Schwimmen, also bis auf die Flüsse oder diese hohen Bergseen auf 4200 Meter gab es auch nicht so Möglichkeiten. Also habe ich mir ein Mountainbike zugelegt, einfach weil die Straßen in Indien doch auch selbst die Straßen so schlecht sind, dass ein Mountainbike da einfach von Vorteil ist. Nicht nur, um sportlich aktiv zu sein, sondern tatsächlich auch, um selbstständig von A nach B zu kommen. Wer sich so ein bisschen den indischen Verkehr vorstellen möchte, der weiß, dass es vielleicht nicht immer die beste Idee ist, selbst mit einem Auto oder gar Motorrad, Moped im indischen Verkehr unterwegs zu sein. Da habe ich mich mit dem Fahrrad doch schon sicherer gefühlt. Auch wenn es wirklich diese Regel gibt, dazu werde ich dann auch nochmal eingehen, darauf werde ich nochmal eingehen, wenn es um das Thema
Fahrradreisen in ihn gibt. Also der Kleinere gibt nach. Also als Fahrradfahrer lässt man erstmal alle vor und legt sich mit niemanden an, mit keinem LKW-Fahrer oder Autofahrer, sondern ja, der Kleinere gibt nach, dann kommt man auch ganz gut durch. Und weil Mountainbiken wirklich, also vor 12 Jahren war das wirklich, steckt es noch in den Kinderschuhen. Und die Jungs, mit denen ich auch gut unterwegs gewesen bin, die waren da aber schon relativ gut involviert und haben so die allerersten Rennen organisiert, wo ich dann auch einfach teilgenommen hatte. Und natürlich auch gewinnen konnte, so als in der Kategorie, die es ja noch nicht mal gab für Frauen. Das hat sich dann tatsächlich immer mehr und mehr ausgebreitet und Mountainbiken ist ein relativ beliebter Sport geworden. Vorwiegend natürlich eher in der mittleren Oberschicht oder den Menschen, für die Menschen, die in den Bergregionen leben. Aber es gibt jetzt eine Vielzahl an Mountainbike-Rennen und das ist einfach für mich eine wunderbare Community, zu der ich einfach auch gehöre. Und es werden teilweise so gute Rennen angeboten, dass es für mich eben eine Art der organisierten Reise ist. An erster Stelle natürlich zu nennen das MTB Himalaya. Das ist ein Top-Rennen auch auf internationaler Ebene. Ganz viele internationale Fahrradsportler kommen dort auch für eine Woche nach Shimla, um von Shimla dann dieses mehrtägige Fahrradrennen zu absolvieren. Und das ist für uns alle ein tolles Erlebnis, knallhart. Und da fahre ich übrigens nur mit. Also ich konnte da sogar schon mal einmal aufs Treppchen kommen. Allerdings lag es daran, dass die Teilnehmerzahl der Frauen auch nicht so hoch gewesen ist. Aber es gibt auch ganz tolle andere Fahrradrennen in Arunachal Pradesh, ganz im Nordosten Indiens. Das ist auch eine Woche lang gewesen. In der Region herum um Ladakh, in Leh, Hochgebirgsregion. Manchmal auch nur 2-3 Tagesrennen. Und ja, da nehme ich eben immer auch wieder gern teil und habe da einen guten Freundeskreis auch gefunden. Und das ist einfach auch mein Sport, den ich täglich mache. Ich lebe in den Bergen und auch eine Form des Reisens, die ich einfach unglaublich liebe. Ihr seht hier, das ist auf den Kunzumpass gewesen, auf 4500 Meter. Im Hintergrund die 6000er, die wir auch schon mal versucht haben, CB13, CB14 zu besteigen. Und das ist hier im Spiti-Tal, also man kommt von Manali und es wird immer weniger, ja, bewohnt, immer weniger zivilisiert. Man ist mitten im Nirgendwo, um hier jetzt vom Kunzumpass dann Richtung Spiti zu fahren. Und das ist übrigens auch eine tolle, tolle Rundtour, 14 Tage. Ja, und auf ein solcher Mountainbike-Rennen in Arunachal habe ich meinen jetzigen Freund getroffen, der in Shimla gelebt hat. Ich bin zu ihm nach Shimla gezogen. Shimla ist auch ein Berg, eine Stadt in den Bergen, ein anderer Distrikt. Von Delhi nach Manali sind es ungefähr 14 Stunden in die Berge hinein, von Delhi nach Shimla nur etwa 8. Während Manali alles so auf 2000 liegt und alles drumherum die Berge höher sind, ist es in Shimla andersrum. Wir leben auf 2000 Meter, aber alles andere flacht dann eher so ab. Shimla ist die Hauptstadt von Himachal Pradesh. Das ist der Staat, in dem auch Manali liegt. Also im Prinzip dieser Bergstaat für optimal für Trekken. Dort liegt auch Dharamsala, wo der Dalai Lama lebt. Und ja, für mich ist es ein Leben weg vom Touristenort Manali, wo ich selbst irgendwie in so einer Touristenblase immer so ein bisschen gelebt habe, und hin zu einem wirklichen Leben in Indien. Das heißt, das ist so eine, für uns in Deutschland wäre das immer noch eine Kleinstadt, das ist aber, wie gesagt, schon eine größere Stadt auf 7 Hügeln verteilt, ist deswegen auch so bekannt und populär, weil die Briten Shimla als Sommerhauptstadt erkoren hatten, als sie über Indien regiert hatten, praktisch während der heißen Sommermonate die Regierung in die Berge verlagert hatten. Und ihr seht es, es ist einfach immer noch total viel Natur rumherum und wir leben tatsächlich, ich und mein Freund, ganz am Rande der Stadt und sind sofort mitten in den Dörfern, ideal auch zum Mountainbiken. Und ich habe mir da wirklich jetzt so ein ganz normales indisches Leben aufgebaut. Also ich arbeite, leite von dort mein Büro, organisiere die Reisen, gebe auch mal Yogastunden.
arbeite mit einer gemeinnützigen Organisation zusammen, habe meinen Freundeskreis und ja, ich genieße dieses Leben in Shimla sehr, habe meinen Gitarrenlehrer und meinen Freundeskreis mit den Mountainbikern, wo wir mindestens am Wochenende mal zusammenfahren. Und ja, genau. Da lebe ich also jetzt mittlerweile seit 4 Jahren. Die letzte Folie des heutigen Vortrags, es hatte ja alles mit der gemeinnützigen Arbeit angefangen und auch schon während meiner ganzen Zeit, in der ich in Indien lebe, das sind ja mittlerweile über 12 Jahre, hat sich das auch wie so ein roter Faden durchgezogen. Also ich habe mich immer versucht, ehrenamtlich ja, tätig zu halten. Die Yogastunden, die ich gegeben hatte, da habe ich das Geld auch immer für die Organisation in Manali gespendet, habe Kinder-Yoga gegeben, Kinderferien organisiert für indische Kinder in einem Ashram in Rajasthan. Und auch jetzt arbeite ich mit 2 Organisationen ganz fest zusammen. Das ist zum einen Chetna in Delhi, die sich um die Verbesserung der Lebenszustände der Straßenkinder dort kümmert. Und dann noch eine ganz kleine Organisation in Shimla, die nennt sich Human Hope Foundation, wo ich da wirklich auch die Möglichkeit habe, wenn immer ich in Shimla bin, das ist ja mit den Reisen relativ flexibel, dass ich da auch mal vorbeikomme, eine Yogastunde gebe, einen Workshop mache, Spiele organisiere. Und gerade in den letzten 2 Jahren während der Corona-Pandemie hat sich diese Beziehung mit den NGOs auch nochmal verfestigt. Ich habe große Spendenaufrufe getätigt, wo ganz, ganz viele von euch einfach auch unglaublich viel gespendet haben, ehemalige Reisende, Menschen, die mich kennen. Und damit haben wir eben während dieser ganz schlimmen Phasen die Menschen mit ernährt, haben denen Verpflegungsmittel zur Verfügung gestellt, also so Grundnahrungsmittel. Haben uns um den Online-Unterricht der Kinder gekümmert, im Winter warme Kleidung und Sachen ausgeteilt, dass ja sowohl die Grundbedürfnisse der Kinder und deren Familien gesichert worden sind, aber eben auch, um dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht alle ja, die Schulen verlassen, weil eben so lange kein Unterricht stattgefunden hat und wir sie eben versucht haben, weiter fit durch Online-Unterricht zu halten. Und das ist eben auch noch ein ganz wichtiges und persönliches Anliegen von mir, wo ihr mir eben durch eure finanziellen Mittel immer sehr, sehr viel auch geholfen habt. So, das soll es heute erstmal für diesen Vortrag gewesen sein, in dem es um mich und mein Leben in Indien gegangen ist. Damit ihr einfach auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, wenn ihr mir vielleicht jetzt eine E-Mail schreibt und eure Reise mit mir planen möchtet, aber auch einfach, um so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie so ein Leben in Indien ist. Das ist natürlich grundlegend verschieden, wo man sich auch entscheidet zu leben. Also ich sage auch immer, die Himalaya-Region, die ist schon auch so ähnlich wie Europa. Also ich finde auch, die Menschen haben so eine ähnliche Einstellung, einfach, dass alles noch ein bisschen einfacher ist und vielleicht so wie vor 50 Jahren. Der Lebensstil ändert sich natürlich rapide, aber auch einfach die Einstellung der Menschen. In anderen Regionen Indiens sieht es natürlich ganz anders aus. Und in den Regionen reise ich unglaublich gerne und sowas wie Kerala und Teile Rajasthans sind auch ein sehr fester Punkt, zu dem ich immer gerne zurückkehre. Aber ob man da leben würde, wäre wahrscheinlich auch noch eine andere Sache. Es hängt einfach unglaublich viel mit den Menschen zusammen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, kontaktiert mich gerne. Ihr könnt mich jederzeit per E-Mail erreichen, info@shalom-reisen.de. Yoga bezüglich habe ich die Seite yogamayaindia.com. Auch darüber könnt ihr mich erreichen. Ihr könnt mir in den sozialen Medien folgen, Chalo Chalo India, so heißt auch mein YouTube-Channel, oder Chalo Travels India, auch bei Facebook. Für Yogamaya India gilt das Gleiche auf allen sozialen Kanälen, die ihr so kennt. Ja, und ansonsten mache ich euch hoffentlich dann auch neugierig und ihr hört euch die nächsten Vorträge genauso an. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Namaste.